So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun sind wir aus diesem Raum wieder rausgelatscht hier. Waren da ein bisschen Stück vorgelaufen und so weiter und so fort. Blende, Alter, was liegt da alles für ein Müll rum? Ich habe eine Batterie gefunden, die muss ich doch gleich mal schnappen. Ist zwar eigentlich nicht ganz so wichtig für die Story, aber ja. Was ist das? Noch eine Batterie. Nö? Ne? Hallo? Okay, irgendwas anderes. Hey there, this is Glenn, and Ui. I'm kinda in a jam here. Little Ja, girl, das ist if you're natürlich there, scheiße. can you put your daddy on the phone? Or on the talkie, or whatever? This is Lee. Hey. What's up? So, I'm down at that motor inn, and, well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I saw a chance to get some supplies for the group, and a bunch of the Roman ones got the jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the Oh, motor das ist inn. natürlich Hey, Glenn. We're gonna talk it leicht over and tell the group kacke. to come get you, all right? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. Genau, chill du einfach mal. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around Okay. zombies. You got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do. Somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Alles klar. Doesn't sound too bad there right now. Jetzt habe ich die Let me know as Batterien. soon as you want to head out. I could use a jog. Und jetzt geh mal weg, Remy. Also alles ganz sauber. So, auf jeden Fall. Gehen wir doch mal da rein, weil als ich das letzte Mal total gechillt war. So, wie immer halt. Bisschen Körper trainiert. Nein, Spaß. Stirnnacken. Hochgepusht, ist mir aufgefallen, dass da doch irgendwo dieser blöde Stock war. Den Stock, den könnte man eigentlich gut gebrauchen. Wo habe ich eigentlich den Stock hingelegt? Das ist doch der Stock, oder? Das ist er doch. Da ist, sag mal, schnapp dir doch mal den Stock, weil mit dem Stock könnte ich theoretisch den Stein herziehen. Um damit die Scheibe einzuwerfen. Aber jetzt immer nur der Zombie hat den Schlüssel. Ja, das ist mir natürlich klar, dass der einen Schlüssel hat. Aber. Luckily, there's nothing I need in here. Warum zum Glück? Bestimmt wieder nur Sarkasmus. Okay, da müssen wir doch irgendwie rausgehen. Also armen Glenn retten oder so. Müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Weil. Rennen, rennen, rennen. Ist klar, ist klar. Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down. Okay, alles klar, so. Oh, geh mal das Ding her. And here's another one. Should be able to get it to work now. Eigentlich schon. Here, I've been finding some stuff to eat. Oh, thanks. You're welcome. Are you sure your girl doesn't need it? She's good. I've been trying to keep her fed and watered. You're a good caretaker. Thanks. Gut, können wir jetzt vielleicht. How are we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Nicht jetzt. Ich wollte eigentlich den lieben Kländer rausholen. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch wirklich nicht, oder? Das kann doch alles nur ein schlechter Scherz sein. Setz dich jetzt hier fest oder was? Ich will raus hier. Den Stock müsste ich irgendwie bekommen. Das ist natürlich optimal. How's your finger, Clem? Oh mein Gott. It doesn't hurt so much anymore. Good. Das ist schön. Let me know if you need anything. Okay. Alles klar, so. Jetzt haben wir immer noch das Scheißproblem da. It's not damaged. Glad this place didn't get looted. Ach du mein lieber Gott. Wie komme ich denn jetzt an diesen blöden Stein? Ich brauche doch nur den Stock. Der Stock, der da hinten drin ist. Da drin ist ein Stock. Den Gehstock von meinem Dad. Den brauche ich. Weil dann kann ich den Stein ranziehen, kann die Scheibe anwerfen. Ist zwar ein bisschen abgelenkt, ich kann den Schlüssel holen, ich kann. Ach Gott.
das und das und das. Ich kann alles Mögliche dann tun. It's the remote to my dad's TV. Schön. Oh, was ist das da oben? Hey, Bro. Schau mal die Klotze an. That's what I figured. Cool. Dad told me he bought that TV to watch baseball in here. But I caught him watching his stories more than a few times. Ist klar. Da steht doch der Stock. Ich sehe ihn doch. That's the door to the pharmacy. I should be able to find pills for Larry. Genau, das solltest du eigentlich finden können da. Wo ist der Stock? Warum kann ich den Stock nicht einfach nehmen? Jetzt gehe ich wahrscheinlich noch mal raus. Und dann kann ich die Sache wahrscheinlich immer noch nicht holen. Gut, vielleicht kann ich aber auch mit der Fernbedienung das noch lauter machen. Oh nein, das kann nicht sein, weil da ist nur Rauschen, da ist ja... Was ist das? The pills are in there. Also, ja. Dum, 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 dum. Gehen wir halt nochmal raus. How we doing? Menschenskinder. Wanna go have a look around outside? Was ein Stress hier. Jawohl. Let's have a look around. Okay. Gehen wir nochmal raus. Ich glaube, so oft hat es in einer Folge noch nie gespeichert wie heute. Das ist ja der Wahnsinn. Echt? Der Wahnsinn. So, da sind wir wieder. Aha. Those TVs are on, and I'm sure they're making a lot of noise behind that glass. Ja, genau, hinter dem Glas. I can't reach that brick. Ach, echt? We should think about searching that guy across the street. Maybe he has them, but who knows if he actually worked here. Und ob er doch an... Aber es hat... That guy over there has the key. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys. Sollte man nicht eigentlich sein Gesicht sehen? Ja, yeah, anstatt sein Hinterteil. Get out there and get them. You wouldn't need long, right? Nah, just a few seconds. Yeah. Maybe there's a way to distract them and buy you some time. Natürlich gibt's einen Weg. Aber ich komme nicht an diesen blöden Stein ran. Ich komme nicht an diesen Stein ran. Okay. Let's head back inside. Okay. Jetzt versuche ich mal den Stock zu holen. Vielleicht geht's ja jetzt. Ich kann es aber nicht. Na, ablenken müssen wir sehr wohl irgendwie, ne? Da bleibt als einzige Möglichkeit nur der Stock übrig. Was ich mein, was soll denn sonst? Hallo? So, wieder eine halbe Minute später. Kommen wir nicht mal an. Es wird sogar schneller. Klasse. Hier, schnapp dir den Stock, du Sau. Er ist schon wieder die Tür. Ja, ich weiß, dass der denn draußen hat. Ich brauche den Stock. Ich brauche irgendwas. Da war doch vorhin noch eine Tür. Ein, zwei Folgen vor oder wie auch immer, keine Ahnung. Warum komme ich denn nicht dran? Warum kann ich den Stock nicht holen? Ich habe so viele Fragen und keine Antworten. How you doing? Okay. Das ist gut. So. Nur ich finde es ein bisschen scheiße, dass ich jetzt nicht da hinten dran komme. Gut. Ach, mit was soll ich denn den Stein sonst holen? Na gut, vermutlich muss der Dicke den holen, aber dazu ist auch kein Bock. So. Lass mal kicken. Ich kann höchstens vielleicht das Radio benutzen, um es abzulenken, aber... Ist das Carly? Hey, bist du Carly? Hey there. It's still not working? Yeah, I can't figure it out. Let me have a look at that thing. Go ahead.
Jetzt geht das echt immer nicht. Die haben mich verarschen. Nothing. Zeig ich mal die Batteries. Gott, ich brauche 4 Batterien für den Drecksding. Ja, May wollte mich verarschen. Welches Radio brauchen bitte 4 Batterien? Couldn't figure it out, huh? Bist du weit weg? So, komm mal her. Na gut, dann müssen wir halt irgendwie. You ready to head out? You got it. You? Yeah. Let's go. Jawohl, auf geht's. Vielleicht finde ich ja das da irgendwann, um den verschissenen Steinrand zu zerren hier. Mensch, jetzt Kinder, das kann doch nicht angehen. Ich brauche diesen. Oh, wie sind die jetzt da rausgekommen? Get down. Hola. Im Motor innen sitzt er fest. Ah, wunderbar. Da sind wir. Did you see that? Sure did. Be ready to shoot. Guys! Oh man, I'm glad you're here. Jesus, Glenn. Right then wasn't so hard. Ja, das war echt nicht so schwer. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. Huh? No way. We gotta go now. Listen. I was out here looking for gas, and then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked, and she got frightened. I was trying to get in and help her, and she started saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when these guys came out of the forest. A couple almost got me, and I ended up hiding in the ice. Lucky you. Echt. Now let's go. We can't just leave. Damn right we can. You guys are suicidal. Over a girl. I'm saving her, with or without you. Think about if it was you. Fine, let's go save Glenn's damsel in distress. Ja, die Jungfrau, auf geht's. So, die Frage. Wie bekommen wir die da raus? Ich hab keine Ahnung, ob ich da überhaupt irgendwie kämpfen kann oder irgend so ein Schammers. So we have to kill every one of them in here. Quietly. Noise attracts these things. Now let's have a look around. Sehen wir uns mal um. Spähe über die Mauer, linker Stick nach oben. Und so lange guckst. Ne. Aha. There's a pillow over there. That's about as far as I got when it came to supply gathering. I might have an idea for it. Aha. Und welche Idee hat er? Good luck smothering them to death. That's not really what I have in mind. Schalldämpfer oder was? Okay. We can hide by that pickup. Gut, ich sag mal dann. Gehen, schleichen wir uns mal zum Pickup hier. Jetzt. Die Situation ist nicht gerade viel besser geworden. Okay. Rumschleichen, der schleicht nicht, der ist tot. So. Tja.
So. What are you gonna do with that? I don't really know. Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools or making a bunch of noise, and none with pillows. What are you gonna do with that? Oh, yeah. I don't really know. Okay, also. Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools or making a bunch of noise, and none with pillows. Klasse. Gut. Wie dazu? Get out your gun. But the noise. Just follow my lead. Stay right behind me. That was sick. Psst. Da schnitt's auch rum. So. Was ist das? Zündkerz. Warum liegt da bitte eigentlich eine Zündkerze mit da auf dem Sitz? Aber wollt ihr mich alle verarschen? Scheiß. Aha. Ah. Oh, ow. That was awesome. Ist ja viel Lärm hier, Leute. Bleibt doch mal geschmeidig. So, eine tot, zwei tot. Okay. Dann. Ja. Was haben wir da hinten? Jo. So war das aber gar nicht geplant, Leute. Wait. Let me see the spark plug. Okay, ja. The porcelain inside these things turns car windows to tissue paper. Aje. Dann holen wir uns mal schnell den Schraubenzieher. Ta-ta. That could scramble a brain pretty good. That's exactly what I was thinking. Gut. Ja, ich überhaupt auf ans Auto zu gehen. Okay, so wie es aussieht, gehen aber beide Dinge ans Auto. Das ist natürlich ein bisschen blöd hier. Würde ich sagen. Da hinten können wir noch kalt machen jetzt. So, dazu müssten wir da hinten mal wieder hin. Dann vielleicht anschleichen und so. Klack, 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 ne? Okay. Alles klar. Gut. Scheiße. Okay, da war ich doch glatt etwas zu langsam. Ah, lecker. Nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Überhaupt nicht toll. Jetzt habe ich das alles so schön geregelt hier, so klack, 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 und dann reißt er mir den Daumen raus. Will mich verarschen. So, muss ein bisschen schneller agieren. Zack. Und schnell hin. Okay. Würde ich sagen, gehen wir weiter und retten mal die Jungfrau in Nöten. Aber das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein.